So, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal was ganz Besonderes, und zwar rüsten wir heute Kafas Kamera und Speed Limit Info nach. Wenn ihr ein Auto habt, wo ihr nur Speed Limit Info nachrüsten wollt und ihr schon Kafas habt, dann braucht ihr nur einen Freischaltcode. Den gibt es bei BMW. Ich kann euch da gerne behilflich sein. Schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Wir haben in unserem Fall an einem Fahrzeug Kafas Kamera nachgerüstet und Speed Limit Info. Das Fahrzeug hatte werkseitig keine Carfax-Kamera, weshalb wir eine andere Frontscheibe verbaut haben. Auch bei der Suche nach der richtigen Frontscheibe bin ich euch gerne behilflich. Einfach an die E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung schreiben. Ihr braucht eine andere Frontscheibe, weil ihr die Aufnahme für die Carfax-Kamera gar nicht oben an der Frontscheibe habt und ihr die somit auch nicht befestigen könnt. Wenn ihr also die richtige Frontscheibe verbaut habt und eure Teile alle da sind, Teileliste schreibe ich in die Videobeschreibung, dann geht's los und wir bauen das Ganze ein. Zuerst entfernen wir im Fahrerfußraum die Verkleidung. Da haben wir zwei Schrauben mit Schlüsselweite 10. Die machen wir schnell raus, denn unser Carfax-Steuergerät sitzt links, am linken Fuß quasi hinter dem Hebel für die Haubenentriegelung ungefähr. Als nächstes müssen wir jetzt unsere OBD2-Dose entfernen. Die hat eine, ja, manchmal sehr hartnäckige Verriegelung. Deswegen haben wir die Dose hier erstmal ausgeklipst und uns dann um die Verriegelung gekümmert. Das ist der blaue Riegel da oben dran. Den einfach hochziehen und dann können wir das Ganze wie einen normalen Stecker abziehen und können unsere Fußraumverkleidung zur Seite legen. Als nächstes schrauben wir den Hebel für die Motorhaubenentriegelung ab. Ich empfehle euch, vorher die Motorhaube zu öffnen, denn wir müssen im Motorraum noch an den Sicherungskasten. Wenn der Hebel abgeschraubt ist, verbirgt sich darunter eine zweite Schraube, die unsere Verkleidung hier links an die Karosserie sichert. Auch die schrauben wir raus. Vorher ziehen wir hier noch die Einstiegsleiste ab, weil unsere Verkleidung da unten drunter geschoben ist. Und jetzt können wir die Verkleidung einfach zur Seite abnehmen. Hinten haben wir noch einen Clip. Und jetzt sehen wir auch schon, wo unser Steuergerätehalter eingebaut wird. Hier ist sogar schon eine Aussparung drin, vorgestanzt. Das Stückchen nehmen wir einfach raus. Dann packen wir unseren Steuergerätehalter da rein. Wir haben hier ein originales Neuteil besorgt, kostet nicht die Welt. Der wird einfach eingeklipst und mit der entsprechenden Schraube gesichert. Wichtig, das muss hier eine Blechschraube sein, weil fahrzeugseitig da kein Gewinde drin ist. Also es muss was Selbstschneidendes sein. Als nächstes entfernen wir die A-Säulenverkleidung der Fahrerseite. Hier wird nachher unser Kabel für die Carfax-Heizung und für die Carfax-Kamera selber verlaufen. Nun wird die Sonnenblende entfernt, dafür hier die Kappe öffnen, drüben den unteren Teil der Verkleidung weghebeln. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Und jetzt schrauben wir hier jeweils die beiden Schrauben raus. Müssten 20er Torx-Schrauben sein. Dann stecken wir die Sonnenblende noch ab, vorausgesetzt ihr habt eine Beleuchtung in der Sonnenblende, ansonsten habt ihr da keinen Stecker. Als nächstes lösen wir hier den Dachhimmel, schrauben hier den Halter komplett ab. Das müsst ihr nicht machen. Wir haben das Ganze hier gemacht, weil wir den Dachhimmel ein Stückchen abnehmen wollten oder absenken wollten. Jetzt entfernen wir die Blende vom Funktionszentrum Dach. Seitlich haben wir hier zwei Blechklammern, die müssen wir nach innen drücken.
Und dann können wir das Ganze vorsichtig nach unten ziehen. Jetzt haben wir Zugang zu den zwei vorderen Clips von unserem Dachhimmel. Wir lösen das Ganze hier, damit wir das Kabel von der KFAS-Kamera schöner entlangführen können. Theoretisch könnt ihr das Ganze auch einfach unter den Dachhimmel stecken. Wir wollten aber sicher gehen, dass wir hier keine Scheuerstellen irgendwo haben oder Stellen am Kabel gegen die Karosserie vibrieren können. Nun müssen wir am KFAS-Rep-Kabelbaum zwei Kabel umpinnen, und zwar rot und blau hier am Kabelbaum. Deswegen pinnen wir das Ganze aus. Dafür drücken wir die Verriegelung der Pins rein und ziehen die entsprechende Leitung aus dem Steckergehäuse. Die werden hier einfach getauscht miteinander, rot und blau, denn dieser Kabelbaum ist, meine ich, vom F15, vom X5. Und da wir den hier im F30 verbauen, müssen wir die beiden einmal tauschen. Das Ganze schieben wir dann auch gleich wieder rein. Und damit haben wir an unserem Rep-Kabelbaum schon fast alles erledigt. Jetzt fehlt nur noch hier unser Steckergehäuse, sage ich mal, die Verriegelung. Das schiebt ihr einfach drauf. Das rastet ein. Und damit können wir das Ganze am Steuergerät anstecken. So, jetzt seht ihr schon, hier haben wir die KFAS-Kamera jetzt schon mal eingebaut. Die wird einfach angeklipst. Und wir stecken jetzt hier oben das Videokabel sozusagen an, was zum KFAS-Steuergerät geht. Und geben das dann unter den Dachhimmel. Wie gesagt, Funktionszentrum Dach haben wir gelöst, damit wir eben von innen schauen können, ob das alles schön liegt. So, wenn wir es bis zur Seite durchgeführt haben, dann stecken wir das Kabel an der A-Säule entlang nach unten und vom unteren Punkt der A-Säule quasi neben dem Armaturenbrett vorbei runter in den Fahrerfußraum zu unserem Steuergerät. Vom Steuergerät nach oben ziehen wir dann diese zweipolige Leitung. Das ist der Anschluss für die Heizung der KFAS-Kamera, denn dieses Feld, durch das die Kamera nach vorne schauen kann, ist beheizt. Auch dieser Stecker mit Kabeln ist bei dem Rep-Kabelbaum dabei. Auch den fädeln wir hier wieder elegant entlang und stecken ihn dann an die rote und grüne Leitung der Frontscheibe. Der Stecker ist ganz da oben, wo die Taschenlampe gerade hinleuchtet. Also sehr, sehr, sehr knapp vor dem Dachhimmel. Schieben das nach unten durch und stecken es dann auch gleich an. Und das Kabel führen wir dann schön parallel zu dem Videokabel bis nach unten. Hier seht ihr die zwei Leitungen, die von oben kommen. Und hier haben wir uns Masse geholt. Hier ist links so ein Kammverbinder. Da stecken wir einfach unsere Masse an, denn unser Steuergerät braucht ja auch eine Verbindung zur Fahrzeugmasse. Hier sehen wir jetzt, wie wir das Ganze verlegt haben, am Hauptkabelbaum entlang, die Masse nach oben. Von oben kommt Videokabel und die zwei Leitungen. Und jetzt geht der Spaß im Innenraum los. Wir ziehen jetzt hier, wir befinden uns jetzt in der Beifahrerseite, Beifahrerfußraum, und haben ein Kabel hier durchgezogen, was man benutzt, um Leitungen in Leerrohre einzuziehen. Das haben wir durchgesteckt von Fahrer- auf Beifahrerseite. Und hier ziehen wir unser CAN-Bus-Kabel und unser Plus-Kabel fürs Steuergerät rüber. Mittlerweile kann ich euch sagen, ihr könnt euch den CAN-Bus auch aus dem Fahrerfußraum holen, erkläre ich aber später. Die grüne Leitung hat schon einen Pin für den Sicherungsträger dran und die muss jetzt nach vorne in den Motorraum. Dafür haben wir im Beifahrerfußraum eine Durchführung in der Firewall schon vorgestanzt und offen. Da könnt ihr einfach so
das Kabel durchschieben und ihr kommt direkt im richtigen Sicherungskasten raus. Also den Pin schiebt ihr da einfach vorsichtig mit dem Finger durch. Und dann kommt er hier oben im Motorraum raus. Jetzt sehen wir hier genau, wo es eingepinnt werden muss. Wenn ihr drauf schaut, in dem von euch aus ganz linken Stecker im zweiten Slot wird das Ganze eingepinnt. Schaut, dass es richtig verrastet ist. Dann steckt ihr das Ganze wieder in den Sicherungskasten rein. Und ganz wichtig, die rote große Verriegelung auch wieder zurückdrücken, damit das Ganze gesichert ist. Genau, hier sehen wir aber noch die Verriegelung, die ist jetzt auch wieder drin, das passt also. Dann kommt das Ganze wieder rein und jetzt geht es an den PT-Kann, also Powertrain-Kann, brauchen wir für das Kfz-Steuergerät. Hier sehen wir schon mal einen Kannabzweig für den Komfort-Kann und Powertrain-Kann haben wir hier entsprechende Pins ausgepinnt. Ihr seht die Farbe, einmal blau-rot und einmal rot. Ist hier auch als Pärchen am Steuergerät, am FEM. Und da haben wir unsere CAN-High- und CAN-Low-Leitung mit drauf gelötet. Was ich vorhin noch sagen wollte, das braucht ihr nicht mehr machen, denn wir können auch aus dem Fahrerfußraum Powertrain-CAN abgreifen. Und zwar vom ACSM, also vom Advanced Crash Safety Modul. Dort haben wir die gleichen Kabelfarben, also auch PT-CAN und können es eben direkt im Fahrerfußraum abgreifen. Das heißt, wir sparen uns schon mal diese verdrillte Leitung in den Beifahrerfußraum legen. Ich schreibe die Pins für beide Steuergeräte in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch aussuchen, wie ihr das Ganze macht. Wir haben es hier, wie gesagt, verlötet. Ihr könnt das Ganze auch mit Kabeldieben machen. Halte ich persönlich nicht viel davon. Alternativ zum Löten könnt ihr es auch verkrimpen und dann Schrumpfschläuche drüber geben. Wir geben jetzt den Stecker hier wieder rein. Wichtig natürlich, Batterie abklemmen, bevor ihr das Ganze macht. Jetzt haben wir also unseren CAN-Bus, unsere Masse und unsere Plusversorgung. Zur Kfz-Kamera hoch haben wir auch verlegt. Jetzt probieren wir das Ganze aus und müssen das hier nun mit ESIS kodieren. Für den F30 wählen wir hier die Baureihe F20 aus und gehen nicht auf die Direktverbindung. Öffnen das Ganze, lesen den Fahrzeugauftrag zuerst mal aus. Wir müssen jetzt den Fahrzeugauftrag grob zusammengefasst ändern und um die Attribute der Kfz-Kamera und Speedlimit-Info erweitern. Des Weiteren müssen wir dann einen Freischaltcode ins Fahrzeug schreiben, dass unser Speedlimit-Info auch funktioniert. Diesen haben wir bei BMW ganz normal erworben. Teilenummer für den Freischaltcode schreibe ich ebenfalls in die Videobeschreibung. Wir haben jetzt hier auf Lesen ECU gedrückt, heißt wir suchen alle Steuergeräte, die an unserem Bussystem hängen und hier finden wir auch schon unser Kfz 2 Steuergerät, heißt wir haben schon mal keinen Fehler gemacht beim Anschließen. Jetzt müssen wir Kraft zu SWE ermitteln und da wählen wir hier die unterste Kraft, das ist nämlich die neueste für dieses Steuergerät. Jetzt speichern wir das Ganze. Also wenn ihr wollt, könnt ihr speichern. Wir müssen jetzt auf jeden Fall das Kfz-Steuergerät noch kodieren. Ganz wichtig immer, speichert euch zwischendrin Sachen ab, auch unbedingt vorher, bevor ihr kodiert, speichert ihr das einfach als Sicherheit, als euer Backup. Wir gehen jetzt hier in den FA-Editor und berechnen das Fahrzeugprofil. Dann klappen wir unten alles auf und hier sehen wir jetzt unsere kompletten Fahrzeugausstattungen, die im Fahrzeug verbaut sind. Wir fügen jetzt 8TH ein, das ist Speed Limit Info und speichern auch das jetzt. Jetzt müssen wir auf VCM. Dann gehen wir hier unten auf Datei, Dateiname und suchen die Datei, die wir gerade gespeichert haben.
gehen hier wieder auf Fahrzeugauftrag, Fahrzeugprofil berechnen. Dann klicken wir auf Master und sagen Fahrzeugprofil schreiben. Jetzt könnt ihr nochmal kontrollieren, ob hier auch der 8TH mit drin ist. Das ist wichtig, weil sonst nehmen wir ja keine Änderung vor. Also 8TH ist drin. Jetzt Fahrzeugauftrag, Fahrzeugprofil schreiben. Das Ganze nochmal lesen und kontrollieren, ob das jetzt passt. Und wir sehen, unser 8TH ist eingefügt. Jetzt müssen wir natürlich das den Steuergeräten auch noch mitteilen. Deswegen aktivieren wir oben jetzt den Fahrzeugauftrag, den wir gerade geändert haben. Sagen hier nochmal lesen ECU, schauen, es ist alles noch da. Und jetzt kodieren wir die Steuergeräte. Zuerst mal das KFAS-Steuergerät mit Rechtsklick kodieren. Das heißt, wir kodieren das Steuergerät jetzt auf das Fahrzeug selber mit der Ausstattungsliste, die im Fahrzeugauftrag hinterlegt ist, damit das Steuergerät auch zum Fahrzeug passt und ihr in ISTA auch keine Fehler bekommt, dass irgendwie die Softwareversion oder die Ausstattungsvarianten nicht passen. Wenn ihr Hilfe mit ESIS braucht oder ihr eine funktionierende ESIS-Version sucht, gerne E-Mail an meine YouTube-E-Mail-Adresse steht, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Am sinnvollsten ist es jetzt natürlich, wenn wir alle Steuergeräte des Fahrzeugs einmal kodieren, um sicherzugehen, dass alle, die mit der KFAS-Kamera kommunizieren müssen, auch wissen, dass wir überhaupt jetzt eine KFAS-Kamera haben. Wenn ihr natürlich sehr viele Einzelkodierungen habt, reicht das auch aus, dass ihr nur die kodiert, die wirklich wichtig sind. Jetzt gehen wir wieder in den Komfortmodus. Das war gerade die Diagnoseadresse, die wir angeschaut haben, dieses 5D. Deswegen geben wir das hier mal ein. 0x5D, Diagnoseadresse der KFAS-Kamera. Genau, und jetzt sehen wir KFAS 2. Wir schauen uns jetzt den FSC-Status an und da sagt er hier, not available oder not accepted, weil in dem Steuergerät ja ein Freischaltcode ist für ein anderes Auto. Wir haben ja ein gebrauchtes Steuergerät verbaut.
Hier haben wir jetzt die Dateien vom BMW-Freischaltcode. Und dann sagen wir FSC Upgrade. Auf gar keinen Fall dürft ihr hier Update sagen oder anklicken. Auf gar keinen Fall auf Updaten klicken, sondern immer auf Upgrade. Und wir sehen FSC-Status accepted. So haben wir das Ganze jetzt hier verbaut. Also die Kabel alle super schön ordentlich entlang geführt. Kann nichts scheuern und nichts vibrieren. Es kann nichts scheuern und nichts vibrieren. So soll das Ganze sein wie ab Werk. Und dann können wir unsere beiden Fußraumverkleidungen wieder einbauen. Auch die A-Säulenverkleidung geben wir zurück. Und damit haben wir erfolgreich CAFAS-Kamera und Speedlimit-Info nachgerüstet. Wenn ihr jetzt Fragen dazu habt oder die ganze Nachrüstung bei euch wollt, ich schaue, dass ich die Teile und was ihr alles dafür braucht, in die Videobeschreibung setze. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail dazu schreiben oder dem Dakai Shop. Auch hier super Adresse, wenn es ums Organisieren von Freischaltcodes oder Kabelbäumen geht, gerne einfach melden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.